Ich bin der Meinung, dass die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten, was die Polizei zur Verfügung hat, ausreichend ist. Das ist ein Geschäft mit der Angst. Das geht allemal zu weit. Haben Sie ja schon gesagt, dass das nicht nur dafür benutzt wird, sondern auch für andere Dinge. Und wenn ihnen dann bloß ein Papier fallen lässt, kommt es auch raus und dann ist das Überwachungsstaat, eindeutig. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss, guten Tag. Weil es überall woanders gemacht wird, deshalb bekommen wir ja die Information. Das ist ja eine Ostergard vom Chefdesigner von Neckermann. Und die sollte sehr zivil. Der Bundesinnenminister weist zu Recht darauf hin, dass auch Deutschland mehr Informationsquellen braucht, um terroristische Anschläge zu verhindern. Dazu zählt die Online-Durchsuchung. Die Online-Durchsuchung ist ein zeitgemäßes Mittel, um an diese Informationen zu kommen. Im Übrigen darf man nicht glauben, dass die Polizei nun alle Bürger überwacht. Es geht um ganz wenige Eingriffe in sehr begründeten Tatverdachtsfällen mit richterlicher Genehmigung. Das muss auch sein. Sodass wir die Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, die umstritten sind, die neu sein sollen, wie zum Beispiel die Online-Durchsuchung, was nichts anderes heißt als staatliches Hacking. Der Staat will wie ein Computerfreak einbrechen in die Privatsphäre und will die gesamte Festplatte eines Menschen zur Kenntnis nehmen, nicht brauchen. Und aus bürgerrechtlicher Sicht ist der Schaden für uns auch viel zu groß. Dasselbe gilt für die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Wir sind der Meinung, dass der Entwurf die Vorgaben des Bundes